Mein Name ist Martin Stockinger, bin ursprünglich aus Rottmann, komme aus einer Lehrerfamilie, habe mich aber relativ früh schon für die Technik begeistert und habe deswegen in Leoben an der HTL maturiert und bin dann gleich direkt herüber an die Montanuniversität und habe dort Werkstoffwissenschaften studiert. Danach habe ich eine Doktorarbeit an der TU Graz absolviert. Das war dann schon ein Projekt in Zusammenarbeit mit meiner späteren Firma, mit der Firma Böhler Schmiedetechnik bzw. jetzt Voestalpine Böhler Aerospace, bei der dann 16 Jahre lang zuerst als Forschungsmitarbeiter und dann als Leiter der Stabsstelle für Innovationsmanagement gearbeitet habe. Der Grund für mich, ein Studium an der Montanuniversität zu starten und im speziellen Werkstoffwissenschaften war, dass ich eine relativ große Affinität eben zur Technik gehabt habe. Und Mathematik war immer schon sehr interessant für mich. Und der zweite wesentliche Punkt war eigentlich auch die Jobchancen, die man mit einem Studium an der Montanuniversität danach üblicherweise hat. Plus, was auch ein wesentlicher Grund für mich war, war die überschaubare Größe der Montanuniversität. Hier ist man eben nicht nur eine Matrikelnummer, sondern man ist immer eine Person und man hat ein Gesicht und das macht das Studium natürlich ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen freundlicher. Das Interesse an der Umformtechnik ist vor allem dadurch begründet, dass man an der einen Seite diese archaische Formgebung wie Schmieden oder das Walzen hat, aber andererseits auch die komplexen Vorgänge im Material, also die Physik dahinter, das Rekristallisieren, das Kornwachstum, das während den Prozessen stattfindet, das hat mich immer besonders an der Umformtechnik interessiert. Was auch noch spannend ist an der Umformtechnik ist, dass man Laborversuche, wie wir sie zum Beispiel am Lehrstuhl zur Verfügung haben, mit Simulation kombinieren kann, aber das eben immer sehr anwendungsnah bleibt. Das heißt, man hat immer diesen Bezug zur Industrie, der mir eben auch besonders wichtig ist und besonders viel Spaß bereitet. Möglichst früh zu überlegen, welche Energietankstellen für einen tauglich sind und dass man die ja kultiviert. Also zum Beispiel, dass man Berg geht, dass man ein Musikinstrument spielt, weil genau das im Job extrem wichtig ist, um eben bei besonders hoher Belastung Stress abzubauen, möglichst leistungsfähig zu bleiben und trotzdem jetzt nicht das Gefühl zu haben, dass man irgendwann ausbrennt. Was ich mir noch sagen würde, das wäre, dass es vielleicht ganz interessant wäre, einmal Theater zu spielen und eben zu singen oder singen zu lernen in einer Ausbildung, weil man tut sich später viel leichter, wenn man länger sprechen muss, dass man keine Probleme mit der Stimme bekommt. Das habe ich halt manchmal heutzutage immer, wenn ich eine Blockvorlesung habe. So, liebe Studierende, liebe Studentinnen, liebe Studenten, ich habe mich vor einem Jahr dazu entschieden, dass ich mich als Professor für Umformtechnik an der Montanuni bewerbe und ich bin super froh, dass ich es geschafft habe. Es war für mich immer ein Bedürfnis, dass ich mein Wissen an die Studenten weitergebe und ich werde mich da ganz, ganz stark bemühen. Ich hoffe, ich werde es so schaffen, dass es für euch interessant ist. Wichtig wird sein, dass ihr im Studium eben das als Kür seht und nicht als Pflicht. Das heißt, bleibt mit viel Interesse dabei, stellt mir viele Fragen, seid offen für Neues und dann wird es euch sicher Spaß machen und mir auch.